Hallo meine Schatzi, froh Neujahr, ich bin's wieder right vor dir. So, ich hab's eine Überraschung vor dir, eine Neuigkeit. Ich hab's diese eine Sugar Daddy, okay, ich hab's viele Sugar Daddies. So, er heißt Dieter. Dieter Bohrer, vielleicht du kennst ihn, er hast diese Show, heißt Deutschland so den Superstar, aber psch, ist eine Geheimnis. So, ich habe ins Ganze ihn angerufen, aber er geht nicht raus, so ich hab's mir gedacht, vielleicht wenn ich komm's rein, vielleicht er sieht meine Reif und dann er weiß der Neuigkeiten auch. So, Dieter, meine weiße Schokolade, meine Schatti, ich bin schwanger mit deiner. Baby, 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 baby. Ja, Dieter, dieser Sturm, wir beide, wir kriegen eine. Oh, Dieter, ruf an der Brock an der Vater, okay? Baby, 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 baby. Leute, ich bin Englisch reich. Baby, 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 baby. Wie kriege ich Englisch eine? Baby, baby, the song is dedicated to you. Baby, that was your song. Baby. Okay, baby, bist du bereit? Ich bin bereit, oh mein Gott, sei Candy! Du wirst es schaffen. Oh mein Gott, Candy! Candy! Yeah, Melody. Wow! What? Guck mal, Candy, guck mal. So schön, oder? Wow, Candy! Du meine Beste, nur das Beste! Danke, Candy! Oh mein Gott, du bist ja besser für Soßen! Ich habe mir übertrieben Mühe gegeben. Mhm, wir haben hier den Stufenschnitt drin. Ja. Wir haben die drei verschiedenen Farben. Ja, geht eine Trappe runter. Das ist alles wirklich nicht einfach gewesen, ja, ich das zusammen hinzukriegen. Der Schnitt, weißt du, ich habe versucht, es so schlicht wie möglich zu machen. Ja. Weil, ne? Mhm. Also, alles insgesamt, sage ich dir, einen richtig guten Preis für dich. Ja. 1200, besser geht's nicht. Hm? 1000 was? 1200. Vor was? Euro, nicht Pfund. 1000 Euro, vor was? Für das. Nein. Okay, hier. Du kannst haben, ich geh. Ich geh, ich brauch, das ist zu teuer. Ja, geh nicht, nein, 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 ja, nein, nein. Der Preis. Nein, ist zu teuer. Ich Boah, Bruder, was ist das hier, ja? Bruder, keine Ahnung, Mann, komm jetzt, Mann. Ey Bruder, krasses Auto, Mann. Ich gönn dir alles von Herzen. Seid ihr gegönnt? Junge, wer bist du, Mann? Was willst du von mir? Bruder, ich bin doch nur ehrlich zu dir. Das Auto ist krass, Mann. Seid ihr gegönnt? Junge, ist ja gut, Mann. Lauf doch einfach mal weiter, ja. Was ein Mensch. Komm jetzt, Bruder. Seid ihr gegönnt, Bruder? Ich gönn dir alles vom Herzen, Mann. Junge, was hast du da für Augen? Lauf doch einmal weiter, Mann. Und denk dran, Bruder. Seid ihr gegönnt? Seid ihr gegönnt? Mein Bein! Okay. Steh auf, ja, Antar! Und der Weihnachtsmann ist da! Ja, ja, mein Kleiner, der Weihnachtsmann ist da! Ja, der Weihnachtsmann, da sind meine Helfer sind das! Hast du mal Geschenke dabei? Natürlich! Dafür stehe ich mit meinem Namen, oder? Ja, 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 ja. Ja, wo sind die denn? Habibi, das Leben besteht aus Geben und Nehmen! Du wolltest doch mein Nachfolger werden, oder? Ja, klar! Ja, dann zeig, was du drauf hast! Wo ist das ganze Gold? Leck, Mann, was machst du da? Was denkst du, mit wem du redest? Denkst du, du redest mit Katar oder was? Glaubst du, das Kind hat das ganze Gold geklaut? Tut mir leid, Boss. Na, gib mal beiseite und lass den Profi dran, Abus, Ander, Abus. Habibi, tut mir leid wegen meiner Kollege, der ist ein bisschen kaputt im Kopf, ein bisschen Schaden. Der weiß manchmal nicht, was der macht, okay, Habibi? Ja, ja, kein Problem. Na, hast du nicht gelernt, wie man die Zunge locker macht? Guck und lern. So, guck mal her, Habibi, ich muss mit dir reden. Guck mal her, mein Schatz, guck mal her. Schau mal, ich muss dir eine sehr, sehr wichtige Sache sagen, okay? Ja, was denn? Und zwar musst du wissen, Gold eine sehr, sehr schlechte Sache ist. Gold verschmutzt die Umwelt. Und deine Mama hat bestimmt ganz, ganz viel davon. Und wir müssen das finden, ich und meine Jungs, und das schnell beseitigen. Hey, das stimmt doch gar nicht. Gold ist was Gutes. Habibi, du verstehst mich nicht. Du hast mich nicht verstanden. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte.
dir. Das sind 100 Euro. Halt das mal kurz. So, warte mal. Was hast du nochmal gesagt? Ah ja, stimmt. Gold ist schlecht. Ja, sag ich doch, Habibi. Und jetzt musst du mir sagen, wo Mama das Gold versteckt hat. Ja, okay. Komm, ich zeig dir das. Komm, komm, komm. Hey, wartet mal. Wohin geht ihr? Was denn? Hey, wo sind denn meine Geschenke? Like, Habibi, wo lebst du? Wir haben 2018. Glaubst du, der Weihnachtsmann trägt noch Geschenksäcke? Du bekommst deine Geschenke per Post, Pakete mit Auto. Verstehst du? Mach dich auf schöne Geschenke gefasst, ja? Ah, okay. Danke, Weihnachtsmann. Und sag deiner Mama nichts, sonst kommen die Geschenke hier nicht an, okay? Okay. Bleibt, man will nicht was Ernstes, aber dann, Chuyak, bist du in einer Beziehung. Auf einmal, bleibt, redet man über Möbel aussuchen, Heirat. Sie fragt dich, bleibt, den zukünftigen Namen eures Kindes, bleibt. Ich wach morgens auf, das Erste, was sie mich fragt, wie findest du Lisa? Ich sag, gut, woher weißt du das? Chuyak, war das unser erster Streit. Du hast regelmäßig Sex, du wirst gefüttert, da schaltet man automatisch ein paar Gänge zurück oder wie manche komplett in den Leerlauf. Das sind dann die Reportagen auf RTL, wo du siehst, wie derjenige 180 Kilo wiegt und aus dem 9. Stockblatt mit dem Kran von Albanernblatt runtergeholt wird. Meine Freundin ruft mich an, sagt, Slavik, ich bin schwanger. Oh. Als ich das letzte Mal gehört habe, habe ich gelacht und aufgelegt. Latan, ich bin nicht bereit, Vater zu werden. Das ist ständiger Kopfweg, du musst dir ständig Sorgen machen. Ist da irgendwas? Verletzt er sich den kleinen Finger? Wird er später Polizist? Das ist nichts für mich. Deswegen bleibt doch Slavik Single. Ha! Aber ich muss sagen, ich habe mich wieder verliebt in eine Ältere, weil ich keine langen Beziehungen mag. Ha! Schwachen Bratuche, ich bin zu charakterschwach, um sie zu verlassen. Ich will, dass die Zeit für mich tut. Ha! Hallo. Geht's? Gut und dir? Gut. Auch. Das riecht irgendwie nach so einem Frauenparfum. Findest du nicht? Dieses Haar hier, das ist blond, Schatz. Ich bin nicht blond und deine Mutter ist auch nicht blond. Ah, das vom Hund mit langen Haaren. Ah ja. Wem gehört dieser Ohrring? Wem gehört dieser Ohrring? Ah, bis jetzt. Gut, dass du gefunden hast. Ich hab doch Ohrring verloren, bleib. Die ganze Zeit habe ich danach gesucht. Du hast einen Ohrring verloren? Ja. Du würdest mir erzählen, dass du Ohrringe getragen hast? Auf dem linken Ohr, der ist doch nicht homosexuell. Hier, guck. Kann ich, bleib. Glaubst du mir nicht, oder was? Okay, zeig. Ein bisschen zugewachsen. Du bist so behindert, ey. Ganz ehrlich. Warte doch mal, das. Guck doch, ist doch auch drin da. Ja, Mann, ne, Frau. Später zurück, ja? Nein, ciao. Och, bleib, Bratucha, dein mir, lässt schon abbeißen. Nein, Mann, kauf selbst. Bist du jetzt, bleib? Bist du zu geizig oder hast du mal einmal abbeißen zu lassen? Geh, kauf dir doch, Mann. Aber wo hast du gekauft? Da hinten. Um die Ecke? Da. Bist du jetzt? Bleib, mach das weg von mir. Hast du nicht gehört, was die da in den Döner reinmachen? Da war doch Skandal in der Zeitung. Da ist Sperma in der Soße, Dicker. Drei Leute schwer verletzt im Krankenhaus. Eine schwanger. Ayran, hast du auch von da? Da. Bist der, du Dalbayor, bleib. Hast du schon mal was von Kühlkette gehört? Jetzt letztens, als 40 Grad war, bleib. Kühlschrank haben alle nicht funktioniert. Dalbayor, da war ich, nehm das, werf für dich weg. Geh schnell in die Apotheke, bleib, bevor du Durchfall kriegst. Dabei, geh. Okay, danke. Du hast Glück, bleib, dass ich noch gekommen bin. Ey, du wolltest doch wegschmeißen. Hä? Du wolltest doch wegschmeißen. Halbes Leid ist geteiltes Leid, bleibt, mein Lehrer. Drei Gäste in der Apotheke, ich schmeiß jetzt weg. No? Ja, so, bleibt endlich mit Freundin Schluss gemacht. Richtige Fotze, bleibt. Dicker, wurde auch Zeit. Aber trotzdem kommen so die ganzen Erinnerungen hoch, bleibt. Waren ja auch schöne Zeiten. Ja, ich meine, so schlecht ist sie ja auch nicht. Aber das, was sie gemacht hat, das kann ich ihr nicht verzeihen. Richtige Nutte, bleibt. Ja, gut, dass du sie losgeworden bist, die Missgeburt. Aber so eine, die so gut aussieht wie sie, finde ich nie wieder, bleibt. Ja, in der Seele war sie ja auch eigentlich okay. Ja, Boche, bleibt, als ob das die einzige ist, bleibt, die so hübsch ist. Gibt ja auch genug andere, bleibt. Aber bis jetzt, Digga, keine wird so gut kochen können wie sie, bleibt. Ja, da andere, also ich bleibt. Es gibt auch gute Köche und es gibt Chefköche. Bleibt. Als ob das die einzige Köchin ist, bleibt. Aber eigentlich war die immer ehrlich zu mir. Trotzdem. Eine Unwahrheit ist wie Tröpfchen Gift im Meer. Vergiftet bleibt das ganze Meer direkt. Nachhol, richtige Fotz. Richtige Hau bleibt. Vielleicht entscheidest du dich mal, entweder für oder gegen. Bis jetzt! Vielleicht entscheidest du dich, bleibt. Vielleicht hilfst du mir mal, bleibt. Steht da, bleibt. Redet nur mir nach, bleibt. Solche Freunde wie dich, bleibt, brauche ich keine Feinde mehr. Richtiger Bastard, bleibt. Was schaut denn nach, bleibt? Oh, Bruder, hier ist Spaß. Ja, hey, hey, Spaß. Jungs, ich geh mir jetzt was zu essen machen. Bruder, fahrt mal wieder runter. Bruder. Fahrt mal wieder von eurem Film wieder runter. Ich geh was zu essen machen. Yalla, bis Bruder, gleich. Was für Spaß, du, ja? Ich
Scheiße, Mann. Warum klaut ihr meine Pizza einfach, Mann? Was für eine Pizza, Mann? Wie, was für Pizza? Erst betatscht mich einer von euch und dann haut ab und jetzt klaut ihr die Hälfte von meiner Pizza ist weg. Liebst du? Was laberst du, Bruder? Hey, ich check hier gar nichts, Mann. Was passiert hier, ja? Oh,